statten Sie auf OTZ Landparty doch mal dem kleinen Saaleort Ziegenrück einen Besuch ab. Dort erwartet Sie auch ein Museum der besonderen Art, das älteste noch im Original erhaltene Wasserkraftwerk der oberen Saale, erbaut 1900, gibt Ihnen Einblicke in die Energieerzeugung mit der Kraft des Wassers. Die Idee, den Fluss dafür zu nutzen, reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ein Modell der Saale-Kaskaden zeigt, wie man heute über Talsperren aus Wasser Strom macht. 1965 wurde das Wasserkraftwerk in Ziegenrück stillgelegt und dient seit dieser Zeit mit seinen drei Gebäuden als Museum. Ein Besuch dort lohnt sich auf jeden Fall und ist im wahrsten Sinne des Wortes auch hochspannend.